Willkommen zum Magazin Brennpunkt Wirtschaft hier auf RRO TV. Schön, Sie damit dabei. Die Arnold Walker AG in Bitsch ist bekannt für ihren Raclette-Käse. Der Frank Salzgeber hat für Brennpunkt Wirtschaft einen Blick hinter die Produktionsabläufe geworfen. In diesem Jahr feiert die Arnold Walker AG in Bitsch ihr 60-Jahr-Jubiläum. 1956 gegründet, ist es heute ein Betrieb mit rund 100 Mitarbeitern. Der Familienbetrieb wird in der zweiten Generation geführt von Alexander Walker. Rund 5 Millionen Liter Milch werden jedes Jahr verarbeitet. Bekannt für ihren Raclette-Käse produziert die Arnold Walker AG heute nur einige andere Produkte. Wo wir die Ware genommen als ein Hersteller von Raclette-Käse, aber das ist bei weitem nicht mehr so. Wir die nebst Hartkäse, Halbhartkäse, Weichkäse produzieren wir Butter. Butter für die Produkte von der Migros aus der Region für die Region. Und das neueste Kind, das wir jetzt lanciert haben, ist ein Joghurt, ein Bergmilchjoghurt zu 100% Walliser Milch. Und nicht nur die Milch ist aus dem Wallis, sondern auch die Früchte, die wir da drinnen verarbeiten, die stammen aus dem Wallis. Daher auch die vier verschiedenen Aromen, die im Moment auf dem Markt sind. Das ist Birne, Äpfel, Aprikose und das Natterjoghurt. Und im Herbst gibt es dann auch, wenn die Ernte da ist, Erperjoghurt. Seit 1984 ist der Alexander Walker schon dabei. In dieser Zeit haben sich auch die Bedürfnisse und Geschmäcker der Kunden verändert. Ja, also nicht nur vielleicht der Geschmack, sondern auch vor allem die Verkaufsgrösse. Wenn ich bedenke, ich bin mit 20 Jahren ins Unternehmen eingestiegen, 1984, also jetzt 32 Jahre im Unternehmen, habe dann festgestellt, dass damals die Familien noch viel eher mal einen ganzen Raclette-Käse oder einen ganzen Käse gekauft haben. Und der Trend in den vergangenen, ich sage jetzt 10 Jahren, ist ganz klar in die Richtung gegangen, dass je länger, je mehr kleine Portionen, also wenn man viel eher einen Käse verkauft hat von 5 Kilo, sind es heute Portionen von 200 Gramm und die wollen möglichst noch gewaschen und einfach die ganzen Anforderungen an die Verpackung, an die Hygiene, an all die Sachen sind extrem gestiegen. Wir wissen heute in jedem Käse, von welchem Bauer Milch drin ist und das hat alles mit der Rückverfolgbarkeit und den Systemen zu tun, die wir aufgebaut haben. Das hat man vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren überhaupt noch nicht gekannt. Die Käserie Walker stellt 22 verschiedene Produkte her. Zwischen 15'000 und 25'000 Liter Milch werden pro Tag verarbeitet und damit zwischen 300 und 450 Käse gemacht. Der Betriebsleiter der Käserie, der Urs Bützberger, erzählt, wie so ein Tag abläuft. Uns wird Milch durch den ganzen Tag angeliefert. Sobald wir alle haben, teilen wir die Milch nachher aufteilen in die Chargen, die wir am nächsten Tag machen wollen. Und dann werden die entsprechenden Fettkälte eingestellt, die entsprechenden Temperaturen gewählt, sodass der Käse am Morgen mit der Milch starten kann, die angeliefert worden ist. Morgen, wenn der Käse anfängt, dann tut er die Milch ins Käse ein. Und dann, je nach Art von Käse, die wir machen, tun wir dann verschiedene Bakterien rein. Mischen. Und wir wählen verschiedene Temperaturen wählen oder verschiedene Fabrikationsarten. Also das heisst, wir tun etwas mehr Wasser drin oder wir tun etwas mehr Temperatur wählen, etwas andere Zeiten machen, sodass wir eben entweder einen Raclette-Käse, einen Bergkäse oder eventuell sogar einen Hobelkäse oder ein Mutschli machen können. Weil die Milch ist ja immer genau die gleiche. In der Käserie Walker kommen die modernsten Maschinen zum Einsatz. Was macht eigentlich einen guten Raclette-Käse aus? Ein guter Raclette-Käse, von dem man natürlich zuvorderst anfängt, das ist die ganze Basis ist Milch. Die Milchqualität muss stimmen. Dann die richtige Zusammensetzung der Bakterien, die auf den Betrieb abgestimmt ist. Und was für mich eines der wichtigsten ist, ist das Mikroklima. Das Mikroklima heisst einfach, unser Klima in unserem Käse, das kann man nicht kaufen. Das hat sich über die Jahre einfach so ergeben. Das ist in der Luft, das ist im Salzbad, das ist überall. Und das ist eigentlich unser Geheimnis, das nachher unser typisch Walker Raclette-Käse ausmacht. Je nach Käserei gibt es einen anderen Käse. Wenn dir jeder Käserei 1000 Liter von gleicher Milch bringt und die gleichen Bakterien, dann hat der ganze, von jeder Käserei einen anderen Käse. Weil das ist einfach die Herstellung, die
Art, der was macht, das Gespür und das Mikroklima, das gibt einfach einen ganz eigenen Käse, obwohl Milch immer die gleiche ist. Im Reifenkeller werden die Käse gelagert. Bei Raclette-Käse dauert der Reifprozess 3-5 Monate. Beim Hobelkäse dauert der Reifenprozess 14-17 Monate. Die Käse werden von Hand gepflegt. Jede Woche werden sie angeschaut, mit Salzwasser abgewaschen und gekehrt, damit Sauerstoff dazukommt. Eine ganz wichtige Rolle spielen auch die Hälzer, wo die Käse darauf gelagert werden. Nein, das Holz ist sehr etwas Wichtiges. Wir haben in unserer Käserei haben wir alles Rottannenholz. Und das Rottannenholz darf nur im Winter geschlagen werden, muss ca. 3 Jahre getrocknet werden und wird dann so zu Brettern verarbeitet. Und mit diesen Brettern haben wir jetzt auch jahrelang gute Erfahrungen gemacht. Ein Käse braucht ein Brett, weil das Brett ist das Reservoir für den Käse. Im Trocknungsfall gibt es Wasser ab, wenn der Käse zu feucht hat, durch das Wasser aufsaugen. Und das ist eigentlich für den Haushalt vom Käse gibt es nichts anderes als ein Brett. Ein Brett hat auch gewisse bakteriologische Eigenschaften, was dem Käse ermöglicht, dass er eben nicht grauen und dass er nicht falsche Bakterien bekommt. Und so kann man eigentlich das Holzbrett aus der Käserei gar nicht wegdenken. Das ist vielleicht in den Industrien, wo sie probiert haben, aber auch wieder zurückgekommen sind auf die Hölzer. Tradition wird also gepflegt bei der Arnold Wolker AG, die beschäftigungswirksam für 50 Bürofamilien ist. Das heisst, Abnehmer von dieser Produkte. Der Alexander Walker sieht sein Unternehmen als wichtige Brücke zwischen Landwirtschaft und Tourismus. Ein Thema, das wir immer nicht fest engagieren, oder dass wir versuchen, mit den Hoteliers zusammen oder mit den verschiedenen Beherbergungsorganisationen zusammen Produkte aus der Region, dass man vom Frühstücksbuffet Trockenfleisch, Speck, Wurstwaren, Käse in unserer Region, in unserem Wallis findet. Ich denke, auch hier ist wichtig, dass man einfach den Kreislauf schliessen, dass man die Wertschöpfung in der Region behalten, weil was nützt ist, das schönste Sperrgebiet, wenn das nicht mehr bewirtschaftet wird, wenn alles vergoldet wird, so wie es zum Teil in den Pyrenäen oder in anderen europäischen Berggebieten der Fall ist. Und darum appelliere ich auch immer an die Hotelier, bitte helfen uns da, dass wir indirekt eben beschäftigungswirksam können sein für die Berglandwirtschaft. Man kann so gespannt sein, was die Arnold Walker AG in Zukunft für Produkte auf den Markt bringen wird. Das war es vom Magazin Brennpunkt Wirtschaft für dieses Mal. Schön, habt ihr eingeschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.